entwickelt. Es war früher mal so, und vorhin hat der Dudek auch gefragt in dem Interview, das Kirchturmdenken im Bereich des Feuerwehrwesens hat sich massiv verändert. Weil ich mir die Frage verstehe. Das hat sich wirklich verändert, nicht nur Altdorf und Kleinrode mit dem T-Shirt, wir sind eins, sondern auch hier bekommt man von den Wehrführern die Rückmeldung, die Feuerwehren in der Stadt mal hinaus sind eng zusammengerückt. Und das liegt an der Führung. Die Führung nimmt die Wehrführer mit und sie arbeiten zusammen. An der Stelle deshalb mal einen großen Applaus, glaube ich, von allen für die geleistete Arbeit der letzten Jahre. Freut es umso mehr, dass deshalb auch wieder erfahrene Aktive hier in diese Positionen aus dem Kreise der Feuerwehr gewählt worden sind und wir heute den formalen Akt vollziehen dürfen und dürfen, lieber Manuel Kühn, dich erneut zum Stadtbrandinspektor ernennen. Ich lese mal die Ernennungsurkunde exemplarisch vor. Ernennungsurkunde unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter auf Zeit ernennen wir Herrn Manuel Kühn, geboren am 19.10.1984 in Frankenberg-Eder, zum Stadtbrandinspektor der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Frankenau. Das Beamtenverhältnis endet mit Ablauf seiner fünfjährigen Amtszeit am 7. Februar 2025. Unterschrieben ist die Urkunde schon vom 7. Juli 2020 der Magistrat der Stadt Frankenau, Piotr Brede, Bürgermeister, und Norbert Geißler, erster Stadtrat. Lieber Manuel Kühn, herzlichen Dank dafür. Bevor wir aber die Ernennung so vollziehen können, auch der Amtszeit muss an der Stelle wieder kommen. Aber ich denke, ich spreche vielleicht auch in eurem Namen, das machen wir vielleicht alle gleich gemeinsam. Ja? Ist das in eurem Sinne? Dann machen wir das so. Herr Stadtverordnetenvorsteher, Sie geben mir nochmal die anderen Urkunden nach Hause, die wir vom André. Beim André Hassebein das Gleiche. Nur mit einer Veränderung. Er wird zum ersten stellvertretenden Brandinspektor für weitere 5 Jahre ernannt. Auch dafür, lieber André, vielen Dank dafür. Auch dafür wieder bereit. Das sehe ich schon. Ja, und der Christian Müller ist auch kein Unbekannter. Der Christian Müller ist schon seit vielen Jahren in Ellershausen in der Feuerwehr aktiv, hat dann auch schon verschiedene Funktionen innegehabt und somit toll, dass du dich auch bereit erklärst in diese Funktion. Wir freuen uns sehr, auch dich heute ernennen zu dürfen. Auch dafür, glaube ich, einen großen Applaus für den neuen Freistellung. Das Shake Hands natürlich heute nicht, das versteht sich an der Stelle. Und mit der Überreichung der Urkunde werdet ihr ernannt, aber wir machen das an der Stelle jetzt dann auch so, dass wir die Urkunden überreichen. Hessisches Beamtengesetz, denn man ist in dieser Funktion als Ehrenbeamter gemeinsam abwägen. Ich spreche mir bitte dann gemeinsam nach. Und den letzten Satz, da wollen wir Gott helfen, wer möchte. Dann gebt mir die Hand, die rechte. Ich schwöre, dass ich das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Hessen sowie alle in Hessen geltenden Gesetze wahren und meine Pflichten gewissenhaft und unparteiisch erfüllen werde. So wahr mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch schon mal an der Stelle. Bist du erneut ernannt für 5 Jahre Stadtbrandinspektor. Alles Gute und vor allem weiterhin ein gutes Händchen für dein Team und allen Helfern. Dankeschön. Ich bin mal gespannt, was wir mit dir machen in diesen 3 Jahren. Das gleiche für den André Hessebein, Urgestein der Frankenauer Feuerwehr in vielen Bereichen, auch schon mal aktiv gewesen, Geld und alles, was dazu gehört. Auch hier wird ernannt für weitere 5 Jahre als Stadtbrandinspektor. Neue Team, auch hier wird mit dem Bereich ernannt, lieber Christian Müller, toll und viel Freude in diesem Team. So,